secret? I dip my Oreos in water. Because her dad never came back with the milk. Emotion! Wow, wow, wow. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Start in dieses extravagante Video. Wir haben 12.44 Uhr. Ich wollte heute früh aufstehen, damit ich alles machen kann. Wann bin ich aufgestanden? Um 11:30 Uhr. Was habe ich gemacht? Noch gar nichts. Alter, ich habe hier einen richtig geilen Kommentar erhalten. Ihr müsst euch das Ganze hier so vorstellen. Ich glaube, ich mache jetzt, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht rechnen, seit 1 oder 2 Jahren diesen Content hier mit meiner wunderschönen Fresse. Und dann gucke ich einmal in die Kommentare und den ersten Kommentar, den ich sehe, wann kommt wieder Fortnite? Für Fortnite. Kurz bevor wir dieses Video angucken, ich wurde auf diesem Video markiert. Ich sag dazu gar nichts. Schatz, hör zu, ich will von dir ein Baby. Ich hab gesagt, ich sag dazu gar nichts. Schatz, hör zu, ich... Also ist ja schön und cool, so First Love und so und verliebt, verlobt, verheiratet. Und ich wusste, wenn ich in die Kommentare guck, kann es nur böse enden. Ich will von dir ein Baby. Meine Freundin Neger möchte unbedingt mit... Was? Wie heißt die? Wir waren im Globetrotter. Ich fand, ihr Outfit war ein bisschen zu sexy. Im Globetrotter? Stell mal vor, du verlierst deine Freundin so und musst die rufen. Ganz dünnes Eis. Für mich ist dieser Name mittlerweile so vollkommen normal und ich vergesse, dass dieser Name für andere Leute ein bisschen ungewohnt ist. Ja, klar, also für mich ist das auch völlig normal. Mein bester Freund heißt Dummer Huren. Und ich vergesse das eigentlich auch, dass das eigentlich eine komplette Beleidigung ist. Und gestern auch im Globetrotter, ich habe sie durch den ganzen Laden gerufen und die Leute haben da schon so richtig komisch geschaut. Hilfe. Also würde mein Kollege so heißen oder meine Freundin, Bruder, dann würde ich die nicht rufen. Und dann hat uns eine sogar angesprochen und meinte so, Entschuldigung, das Wort sagt man nicht. Und ich war so, ah nee, sorry, sie heißt so. Und die Frau hat uns einfach nicht geglaubt. Ja, mir glaubt dann auch niemand, wenn ich durch den kompletten Laden dummer Huren. Und dann habe ich ihr Negers Ausweis gezeigt. Das ist so falsch. Mein Freund heißt nicht so, aber ich nenne ihn trotzdem so. Sich selber schmecken, riechen, voll wichtig. Riechen okay, schmecken? Du kannst ja entweder einfach einen Finger unten hinführen und dran riechen. Du kannst natürlich auch an deiner Unterwäsche riechen. Ja, okay, Alter, was geht denn jetzt schon wieder ab? Ja, das nächste Mal, wenn ich gucken will, ob meine Füße stinken, ja. Ich riech nicht, ich schmeck einfach. Ich nehme den ganzen Fuß in den Mund. Oder mit dem Schmecken auch mal so eine Kostprobe nehmen. Ja, ich persönlich auch, um zu gucken, ob mein Stuhlgang in Ordnung ist. Fu. Mich hat ein Mädchen angeschrieben mit, hey, könntest du mir bitte helfen und mal meinen Freund testen? Digga, was? Was ist das jetzt schon wieder? Kannst du meinen Freund testen? Als wenn die so, keine Ahnung, Spielzeug beim TÜV und muss erst getestet werden, bevor das irgendwie so in den Supermarkt kommt. Dann habe ich ihm auch direkt hey geschrieben, er dann so, hey, wie geht's? Oh mein Gott, das wird so ein Video. Testen, ob der fremd geht. Gut, und dir? Er hat dann geschrieben, kennt man dich, du Model? Wie alt seid ihr? 11? Nee, bin noch unterwegs, was machst du so? Er hat dann geschrieben, ach so, okay, bin am Shisha rauchen und du so? Bin am Shisha rauchen. Ja, Bro, ich bin auch immer am Autofahren. Was machst du heute so? Ich hab dann geschrieben, Shisha rauchen und Netflix gucken. Und du? Er so, ich will auch. Dann hab ich geschrieben, kannst eventuell rumkommen, wenn du Bock hast, aber weiß noch nicht, ob's klappt, weil eine Freundin heute kommen wollte, weil ihr Freund Schluss gemacht hat. Bla 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 blätz. Im Endeffekt labert die übel viel und ich muss die Hälfte rausschneiden. Dankeschön. Da hab ich geschrieben, klaro, wäre geil, dann haben wir 3 Shishas. Könntest auch da pennen, wenn's... Ja, ich weiß, das T-Shirt ist zu klein, weil es eingegangen ist in der Waschmaschine. Ganz dünnes Eis. Ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Dann habe ich ihn auch schon gefragt, ob er Single ist. Er so, ja, bin Single. Ja, Mann, Alter, Freund getestet, Digga. Was ist denn das auch für eine Beziehung, wenn ich irgendjemand auf Instagram anschreibe, ey, hast du mal kurz Bock, Shisha rauchen zu gehen? Und der geht so. Der geht komplett, Digga. Der geht da, Alter. Der kommt da mit, was weiß ich, Bearbeitungsmaschine und wird die heute Nacht komplett... Hör mal auf. Ja, Bro, klar, Digga. Klar, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber komm einfach zu mir nach Hause, Mann. Penn bei mir. Alles entspannt, ja? Und obendrauf hat der Typ noch eine Freundin. Ja, der hat so eine Freundin, Alter. Wie ich einen Bagger in der Einfahrt stehen hab. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Freitag, Samstag oder auch... Meine Freundin Neger.